Ich heiße Anna-Maria Pfeiffer, ich bin von FAMIRA. Wir sind ein kleiner Verein von Migrantinnen und wir sind Fachfrauen für Migration und Integration. Wir sind eingeladen worden, die Technische Fachschule wurde eingeladen. Mein Verein hat eine E-Mail bekommen mit Informationen. Finde ich sehr interessant. Also ich bin relativ neu in der Schweiz, deshalb für mich ist die Gelegenheit, die diverse Optionen, die Stadt Bern gebieten haben. Und deshalb habe ich im Internet gesucht und finde ich sehr interessant. Ich habe über dieses Event informiert, ein Freund hat mich eingeladen und ich habe auch in Facebook gesehen, was heute es gibt hier. Und ich bin als Flüchtling in Bern, in der Schweiz. Ich freue mich, dass neue oder mehr Informationen bekommen. Ich bin oft in die Bibliothek, ein bisschen, um mein Deutsch zu verbessern. Wie gesagt, ich bin mehr oder weniger neu. Und in der Bibliothek habe ich diese Information. Und ich habe ein bisschen gefragt und deshalb habe ich, also nicht nur in Bibliothek, sondern im Internet auch gefunden. Für mich wichtig, also wissen, was in der Stadt läuft und ich arbeite selber mit Migrantinnen und diese Angebote würde ich auch weiter an meine Klientinnen weiterleiten. Ja, unbedingt für Leute, die in diesem Bereich tätig sind. Ich werde auf jeden Fall, das nächste Mal werde ich sicher ein, zwei Kollegen noch dabei haben, die wir da mitnehmen. Wir sind halt jetzt auch ein bisschen in dieser Beziehung mit dem Netzwerk am Aufbau. Aber es ist eigentlich wichtig, dass man immer wieder Leute kennenlernt und so das Projekt weiterbringen kann. Ja. Und dieses Programm Bern für Sie, dieser Anlass Bern für Sie, hat wirklich mir sehr gut gefallen, weil ich habe viele neue Informationen bekommen. Zum Beispiel am Anfang ich habe viel Informationen über ISA Organisation bekommen und was macht ISA für Flüchtlinge, zum Beispiel Beratung und auch Deutschkurse und verschiedene Sachen und wann kann man dort gehen, wie kann man Termin einbaren und auch ich habe viele Blätter bekommen, dort steht Adresse und Nummer Telefon und so weiter. Und auch ich war hier mit meinen Eltern. Meine Eltern auch, es war ein Tisch. Dort es gibt Informationen für alte Leute, wie kann man, was Stadt Bern macht oder welche Programme es gibt für alte Leute, wie kann man Zeit verbringen, wenn sie Hilfe brauchen. Es gibt viele Leute, kann mit Kontakt haben oder Deutsch lernen oder Sport machen. Meine Eltern haben auch wirklich viel, viel Informationen bekommen heute Abend. Und nachher, ich war mit einem Projekt, heißt Pilotprojekt Deutschkurs. Es ist am Anfang, werde Januar 2020, für 500 Leute, die möchten Deutsch lernen. Für jeder, es ist für einen Gutschein. 400 Franken und ich möchte auch einen Gutschein bekommen von diesem Projekt. Ich finde, das ist sehr gut, weil meisten von Flüchtlingen brauchen Deutschkurs. Das ist die Beste, was Flüchtlinge brauchen. Und auch am Ende, ich war mit Polizei, ich weiß nicht, ob genau ich habe gesagt, dort kann man wissen mit neuen Regeln von 2019, was hat Asylgesetz, ja, was hat verändert mit B-Ausweis oder C-Ausweis. Ja, interessant war für mich eben zum Beispiel das Gesetz. Dort bin ich gleich zweimal sitzen geblieben, eben auch die Sozialhilfe, situationsbedingte Beiträge oder Erwerbsfreibetrag.
Integrationszuschlag, das sind so die Sachen, die mich sehr interessiert haben, weil ich arbeite mit, jeden Tag mit 12 Migranten zusammen und da kommen natürlich immer Fragen. Über Asylgesetz, ich habe gewusst viel und ich habe gefragt, wie zum Beispiel ich, wie kann bekomme C-Ausweis und sie mir haben gegeben Informationen natürlich und auch Karte, ich kann Termin machen und genau wissen, ab wann oder welche Konditionen ist für B-Ausweis. Ich bin, wie sagt man das, ein Volontär in einer in eine katholischen Kirche und wir sprechen oft über solche Anlässe, deshalb. Zum Beispiel vom Sportamt Bern habe ich sehr gute Informationen bekommen. Es war mir nicht bewusst, dass sie so viel anbieten. Für Kinder, auch sogar für Senioren. Und dass auch so viel Angebot kostenlos ist. Und das hat mir viel gebracht. Weil ich brauche diese Informationen im Unterricht. Ich informiere meine Kursteilnehmenden über Freizeitangebot. Ich persönlich habe ich zum Beispiel für die deutschen Kurse eine große Palette oder Optionen für mich selbst integrierend. Und auch zu wissen, wie funktioniert mit die Aufenthaltsbewilligung auch. Es gibt diverse Informationen, die hatte ich absolut keine Ahnung. Aber jetzt es ist mehr oder weniger mehr diese Information komplett für mich, finde ich. Und wie gesagt, ich finde diese Anlass ist sehr interessant, sehr gut. Und es gibt viele, viele Informationen oder viele Sachen macht Gemeinde Bern oder Bern für die Leute. Und ich bin sicher, dass die meisten von Leuten wissen das nicht. Darum, ich würde meinen Freunden auch über das sagen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Programm.